Hallo und grüezi miteinander in der Runde. Es freut uns sehr, dass Sie beim heutigen Webinar mit dabei sind. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, wo sicherlich auch viele Unternehmen, viele KMUs und auch sicher viele von Ihnen ein bisschen beschäftigt. Es geht heute ums Upgrade von alten NAV bzw. BC On-Prem zu der neuen Version Dynamics 365 Business Central als SaaS. Und wir werden Ihnen aufzeigen, welche Vorteile das moderne ERP mit sich bringt und was für einen Nutzen Sie davon haben, wenn Sie so ein Upgrade in der nächsten Zeit einplanen. Mein Name ist Carlos Bolzo, ich darf Sie heute durch das Webinar ein bisschen durchmoderieren. Der spannende Part übernimmt nachher unser Spezialist, Stefan Marti, der jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Microsoft ERP hat und eben schon viele Kunden von uns hat dürfen begleiten, wenn es darum gegangen ist, ein Upgrade von NAV auf die moderne Cloud-Plattform Business Central zu machen. Er wird Ihnen die richtigen Vorgehensweisen aufzeigen und auch so ein bisschen Praxistipps aus seiner Erfahrung mit auf den Weg geben. Ja, wie sieht unser Programm für heute aus? Wir sind schon mitten in der Begrüßung und jetzt geht es darum, die Agenda kurz miteinander anzuschauen. Gerade im Anschluss übernimmt dann eben der Stefan Marti, gibt Ihnen einen kurzen Rückblick in Bezug auf Lifecycle von der bisherigen System, NAV bzw. BC On-Prem. Dann bekommen Sie eine Übersicht zu der Produktentwicklung von Redpoint, also wie hat sich das Ganze entwickelt, weiterentwickelt in den letzten Jahren, bevor wir Ihnen dann eben den Vorteil vom neuesten, von der neuesten Version Dynamics 365 Business Central mit einem kurzen Live-Einblick ins System aufzeigen. Anschließend werden wir zusammen schauen, was ist das richtige Vorgehen für so ein Upgrade-Projekt, also was braucht es dazu und werden da eben vor allem auch unsere Erfahrungen aus der Praxis mit Ihnen teilen. Und zum Schluss haben wir dann eben Zeit, um auf Ihre Fragen einzugehen, die dann allenfalls im Chat aufgekommen sind. Jetzt, bevor ich aber übergebe, Stefan Marti, habe ich mir überlegt, okay, heute reden ja alle von KI, von künstlicher Intelligenz und ich weiß nicht, die einen oder andere von Ihnen kennen vielleicht Copilot, das ist die künstliche Intelligenztechnologie von Microsoft selber. Und habe mal gedacht, okay, ich frage mal den Copilot, lohnt sich denn ein Upgrade vom alten NAV-System aufs neue Dynamics 365 Business Central? Und Copilot ist natürlich dann überzeugt, dass sich das lohnt. Er hat ganz viele Vorteile für mich herausgesucht, was es bedeutet. Wenn Sie jetzt nicht alles im Detail durchlesen. Aber grundsätzlich geht es natürlich schon darum, dass man mit einem Upgrade einfach eine moderne Software bekommt, die vor allem auch im Bereich Skalierbarkeit und Sicherheit einfach viel mehr Möglichkeiten bietet, um auch die Anforderungen der heutigen Gegebenheiten können abzudecken. Oder? Also wir sind in einem Wandel, es entwickelt sich immer alles weiter und wir müssen versuchen, mit unserem KMU, mit unserer Unternehmung da können mitzuhalten. Und dann habe ich aber gedacht, gut, ich frage gerade noch eine Anschlussfrage im Copilot. Und zwar, wenn sich jetzt jemand vielleicht nicht so vorstellen kann, was bedeutet so ein Upgrade, mit was kann man denn das ein bisschen vergleichen? Und dann sind auch ein paar spannende Vergleiche vorgekommen. Fahrzeugwechsel, also man kann sich vorstellen, man hat ein altes Auto, an dem hängt man natürlich, weil es ja funktioniert. Und trotzdem kann es sinnvoll sein, auf ein neues Auto umzusteigen, weil einfach die Sicherheitsfunktionen besser ausgerichtet sind, weil der Verbrauch weniger ist und weil man einfach durch zusätzliche Technologie mehr Komfort hat im Alltag. Oder auch Hausrenovierung, spannender Vergleich. Also wenn man das Haus renoviert, profitiert man natürlich dann durch die Renovierung einfach von einem besseren Alltag, von mehr Bequemlichkeit und sicherlich auch am einen oder anderen Ort von Kostenersparnis, weil man einfach effizienter in Bezug auf den Verbrauch unterwegs ist. Und der letzte Vergleich finde ich auch noch spannend, vielleicht für die Sportlichen unter Ihnen, das Fitness-Upgrade. Also wenn man das Fitnessprogramm hat, von der Basisgrund auf, und dann sagt, ich will eigentlich noch mehr erreichen, ich will eigentlich ein bisschen wachsen, ich will mich verbessern, dann braucht es vielleicht ein bisschen etwas Personalisierteres, etwas Intensiveres, und dann brauche ich einfach andere Möglichkeiten und andere Funktionen. Ich denke, da ist für jeden und jede ein bisschen etwas dabei, wie man es auch ein bisschen vergleichen kann, wenn es darum geht, dass man ein Upgrade von einem alten System auf eine neue, moderne Cloud-Technologie-Plattform durchführen. Gut, das soweit als Warm-up. Und ja, jetzt übergebe ich gerne Stefan Marti und er steigt mit Ihnen jetzt gerade ins Hauptthema ein. Ja, grüß Sie miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Carlos, vielen Dank für die Einleitung. Eigentlich immer wieder spannend, wenn man Vergleiche ziehen kann. Und vielleicht auch so einen Einstieg finden, ein entsprechendes Thema. Ich widme mich gerade dem ersten Punkt. Da geht es eigentlich um einen Rückblick oder doch ein Lifecycle
von den meisten Kunden von Ihnen, die ich sehe, teilnehmen, da auch NAV im Einsatz haben oder BC On-Prem im Einsatz haben, würde ich gerade hier mit diesem Punkt entsprechend starten. Die einen oder anderen kennen das sicher noch vielleicht. Früher hat das geheißen Microsoft Navision, dann ist Dynamics gekommen, Dynamics NAV 2009, 13, 15, 16, 17. Dann hat der Name geheißen Microsoft Dynamics Business Central 14 zu geben, auch wieder On-Prem. Und die neueste Version ist eigentlich dann das D365 BC oder Business Central quasi in der Cloud. Ja, ich denke, wir haben sehr viele langjährige Kunden, die vielleicht noch vor der 2009-Version gearbeitet haben mit Navision, heute auf BC 14 sind oder NAV 2017. Und ich würde einfach gerne aufzeigen, wo die Reise hergeht und wie wir weitergehen können. Das ist der Rückblick, wenn wir ein bisschen vorher schauen oder auch noch den Lifecycle anschauen von diesen Produkten. Dann haben Sie hier eigentlich so die Produkteversion auf der linken Seite. Dann hat es immer wieder zwei Balken mit dem Basissupport und mit dem verlängerten Support. Der Basissupport bis dorthin hat eigentlich der Hersteller, Microsoft, Erweiterungen oder Änderungen oder Anpassungen gebracht. Und der verlängerte Support ist eigentlich das, wie lange kann ich eigentlich noch längstens mit dem Produkt eigentlich arbeiten. Und wenn man hier die Zeitachse anschaut, die rote Linie, sehen Sie, dass eigentlich all die NAV 16, 17 relativ in den nächsten 1 bis 2 Jahren quasi end of life ist. Das heisst, wir unterstützen sie schon noch, aber Betriebssicherheit mit dem Betriebssystem, mit dem SQL Server, mit dem Windows und dem Arbeitsplatz ist nachher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr garantiert vom Hersteller, nicht mehr supportet. Hier unten kommen Sie dann auch den Link über, wo Sie draufklicken können, wo man sieht, die Originalseite vom Hersteller. Wenn wir vorher schauen, die neueste Version ist eigentlich das Microsoft Dynamics 365 BC SaaS, also die Cloud-Lösung. Wir bei Redpoint reden eigentlich häufig nur von BC selber, also sagen wir dem nur noch. Und das ist zukünftig, gibt es da alle zweimal im Jahr, im April und im Oktober, eine sogenannte Wave 1, Wave 2 oder Wellen oder einfach ein sogenannten Major Update, was da geht, wo das Produkt eigentlich stetig weiterentwickelt. Und da sind sie wie bei einem Office 365, M365 eigentlich immer auf dem neuesten Stand. Und es gibt eigentlich nicht mehr so Upgrade-Projekte oder so, wie man es sonst eigentlich kennt. Auch hier dazu unter der URL, wo man das eigentlich drauf kann anschauen. Durch die Weiterentwicklung sind sie eigentlich auch immer einfach mit der neuesten Funktionalität oder neuen Features, die dabei sind, kommen sie eigentlich auch immer mit über mit dem. Das ist so ein bisschen der Rückblick und der Ausblick, wie ist der Versionszyklus, wie ist der Lifecycle vom Produkt. Ich würde gerade weitergehen, unsere Produktentwicklung, also was hat Microsoft gemacht, was hat Redpoint gemacht in diesem Bereich im BC. Ich steige gerade darauf mal ein mit der Systemlandschaft, die ein oder andere von Ihnen haben das sicher auch schon einmal gesehen von uns. Wir haben unten eigentlich die Cloud-basierte Microsoft Azure, das ist eigentlich die Basis vom Ganzen. Und dann von links nach rechts, auf der linken Seite, würden wir starten mit dem Office 365 oder M365. Dann der zweite Punkt, das Herzstück eigentlich, das ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central, da drauf. Dann das dunkelblaue sind die Redpoint Apps, heute, wie wir dem sagen. Früher haben wir dann gesagt, Redpoint Branchenlösung für den Handel. Produktion, Fertigung, Service, Projektgeschäft oder im Finanzbereich. Dann der rote Bereich, also Kunden-App. Das ist das, wenn wir für Kunden etwas spezifisch erweitern oder anpassen. Dann rechts aussen, Third-Parties-App selber. Darauf auch hat es eine recht grosse Palette, dass Sie sich vielleicht etwas darunter vorstellen können. Kann ich vielleicht hier schnell wechseln auf unsere Webseite, weil die Redpoint-Apps und Add-ons kurz beschrieben sind auch. Wenn Sie da ein bisschen runterblättern, haben Sie dann einen Überblick über die Redpoint Add-ons, die wir eigentlich anbieten und häufig eigentlich im Einsatz haben. Gut, das ist einmal so ein bisschen der ganze Überblick, der Aufbau vom Ganzen, so wie das eigentlich aussieht. Oben drüber gibt es das Microsoft App Source, also den Marketplace. Und da können Sie sich vorstellen, wie man das kennt bei einem Smartphone, bei einem Apple iPhone, wo ich in Store gehen kann und ein Add-on oder eine App eigentlich kann abladen oder installieren. So ähnlich ist es eigentlich hier oben drauf auch. Es ist natürlich immer zu schauen, ist denn das auch eine App, die für die Schweiz passt? Ist es von Amerika? Wie ist der Support? Und woher kommt eigentlich die Unterstützung? Aber auch in diesem Bereich müssen Sie eigentlich entsprechend unterstützen und begleiten.
Ich würde noch ganz schnell einen Schritt weitergehen. Die Redpoint Apps, was hat Redpoint da eigentlich gemacht? Das sieht etwa so aus. Das ist ein dunkelblauer Bereich. Die müssen diese ganze Seite nicht lesen. Das ist eigentlich die Redpoint Apps, wo sie heute die Redpoint Branchenlösung im Einsatz haben. Haben wir eigentlich viel stufengerecht eigentlich angepasst mit sogenannten Apps. Haben eigentlich die Branchenlösung genommen und haben das Ganze umgeschrieben von Navision eigentlich auf das PC SaaS-Lösung. AL-Codierung, das ist auch eine neue Entwicklungssprache und haben eigentlich geschaut, wo können wir uns verbessern, was wollen wir beibehalten, was wollen wir rausnehmen. Wenn wir da ein bisschen tiefer gehen schauen, haben wir so eine Seite, das ist so Redpoint Docs, ist das so unsere Seite also drauf, die wir haben. Und da sind eigentlich all die Funktionen dann eigentlich beschrieben. Ich habe ein einfaches Beispiel, wenn ich da auf die Basis gehe, da hat es da unten vielleicht einen Texteditor und dann kann ich schauen, wo überall, in welchem Modul gibt es einen Texteditor. Und wo kommt eigentlich zum Einsatz? Oder wo kann ich Bilder bearbeiten? Ist eigentlich gerade darauf beschrieben, wie man die einfügt und wie die kann einsetzen kann. Und so haben wir für all unsere Redpoint-Apps darauf eine Beschreibung, was die machen, was die können. Wir haben aber auch nach Programmbereich drauf. Ich kann schauen, ja, was gibt es da zum Beispiel vielleicht im Verkauf? Was gibt es da vielleicht im Bereich Debitoren und Verkaufseinrichtung? Ich kann schauen, was gibt es sogenannte Erweiterungen drauf, von denen ich kann profitieren kann. Und Redpoint Docs, neben den Apps, die es gibt, die wir auch How-Tos pflegen. Ich kann darauf schauen, zum Beispiel, ich bin in der Finanzbuchhaltung tätig, ich muss Mehrwertsteuerabrechnung machen und kann darauf lesen, was muss ich achten bei der Mehrwertsteuerabrechnung, wie muss ich das schlussendlich eingeben, also Dokumentation. Und da ganz wichtig, dass du unser Produktmanagement-Team, unser PM selber, du das eigentlich pflegen und du das eigentlich stetig aktualisieren. Also haben eigentlich hier das Handbuch vom ganzen Produkt, von den Apps oder auch von der Basis, die wir eigentlich gerade darauf pflegen und eine neue Release oder etwas kommt, die müssen wir darauf eigentlich auch wieder updaten. Ich gehe noch einen Schritt weiter über Produkte News. Wie sieht die Zukunft aus? Jetzt einerseits vom Hersteller Microsoft, neue und geplante, auch da sehen Sie schon für Oktober 24, was kommt raus? Dann tun wir das für sich quasi wie so vorselektionieren und sagen, okay, was, welche Bereiche soll man aktivieren und wo sollen wir abwarten? Also wir tun dann die Neuerungen hier auflisten. Wir wissen auch schon, was kommt im Q2025 und machen dann hier einen Vorschlag, braucht es das nicht und machen eine Empfehlung für unsere Kunden. Das Gleiche, jetzt haben wir Microsoft angeschaut, kann ich auch auf Redpoint Apps gehen und dann können Sie als Kunde auch schauen, ja, was kommt denn zukünftig, was kommt bei den Produkten News eigentlich raus. Und dann sehen Sie eigentlich schon jeden Monat, wo haben wir etwas dran gemacht. Wenn es blau ist, ist es im Hintergrund auch dokumentiert. Also im Juni kann ich schauen, da gibt es zum Beispiel den Rechnungsrabatt auf 4 Stufen. Da kann ich reinklicken und kann schauen, ja, brauche ich das, schaffe ich mit dem, wie könnte ich das einrichten und wie könnte ich das entsprechend nutzen. Aber dann gerade direkt darauf schauen. Sie sehen eigentlich mit dem, da haben wir wirklich sehr, sehr viel Herzblut investiert. Ich glaube, wir haben in den letzten 3 bis 4 Jahren sehr viel gemacht mit dem Redpoint, mit dem Produkt, dass wir auch fit sind, mit dem Business Central eigentlich auf der neuesten Technologie, mit den neuesten Features und Funktionen eigentlich unsere Kunden zu bedienen und eigentlich zu unterstützen. Gut, ich gehe da wieder zurück, das ist glaube ich das, was ich gesagt habe, soweit. Selbstverständlich ist auch da, wenn wir auf der Übersicht sind, ist das da, ich gehe noch einen Schritt zurück. Da. Auch die Apps selber, die sind immer releasefähig, das heisst, wir schauen eigentlich, also wenn ein neues Major-Update kommt, dass die Redpoint-Apps releasefähig sind, wir schauen, dass ihr Kunden-App läuft und bei den Third-Party-Apps schaut eigentlich immer der Anbieter, also wenn da ein neuer Major kommt, dass es entsprechend auch aktualisiert wird, getestet wird und dann freigegeben wird. Gut, soviel zu der Systemplattform von der Umgebung, was wir gemacht haben. Ich würde gerne schnell einen Einblick geben, wie so die neueste Oberfläche aussieht. Dann noch 2, 3 Beispiele mache ich vorbereitet, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Vielleicht schnell das Look and Feel, Startseite, Mandant, Rollencenter. Das, was man eigentlich im täglichen Alltag braucht, wenn man eigentlich damit arbeiten. Ich gehe hier schnell raus, eine neue Seite starten. Das ist dann gerade von Anfang an gesehen. Die neue Oberfläche ist eben sogenannte browserorientiert. Und du sollst dann frisch starten. In meinem Fall habe ich hier so eine Demo-Umgebung, die ich getroffen habe.
Und das ist meine Startseite. Also so sieht mein Rollencenter aus, wenn ich am Morgen komme oder wenn ich mich einschalte, je nachdem nach Funktion. Da rechts aber das Zahnrädchen, wie man es kennt, meine Einstellungen. Da habe ich mein Rollencenter drauf, meine Aktivitätenstapel, mein Startmandant. Wenn man mehrere Firmen hat, kann ich sagen, mit dem möchte ich starten. Land, Region, Sprache, so wie man es eigentlich kennt. Dann hier oben durch ist so ein bisschen der Aufbau. Da habe ich so ein bisschen meine Stammdaten, die ich darauf aufrufen kann. Ich habe buchte Belege, Journal, zum Beispiel alle Berichte kann man neu anschauen. Ich kann schauen, wo überall gibt es eigentlich Berichte, die ich aufrufen kann, wenn ich etwas bestimmt suche. Das ist so ein bisschen oben durch eigentlich mein Menü. Dann habe ich so ein bisschen Bewegungsdaten da drauf. Also meine Kontakte, meine Artikel, meine Debitoren. Dann gibt es eine Rubrik Aktionen. Ich bin im Verkauf tätig, ich bin im Handel tätig, ich muss stetig Offerte oder Aufträge anlegen oder Rechnungen schreiben. Das kann man selber entsprechend anpassen. Dann die Aktivitätenstapel. Auch hier wieder haben Sie es also je nachdem, NAV 2016, 17 haben Sie es bereits schon im Einsatz gehabt, kann man selber parametrisieren und einrichten. Sie können selber sagen, was für Sie wichtig ist und was Sie möchten drauf haben. Die Schnellsuche, da komme ich später noch darauf zurück. Dann so ein bisschen wichtige Excel-Reports, die ich brauche. Kunden, die vielleicht säumige Zahler sind, wo ich immer Zahl getroffen sehe. Da gibt es so grafische Elemente, die ich einbinden kann. Und wir können selbstverständlich auch Power BI Visuals direkt darauf einbinden. Die sehen Sie, wie der gerade aufgebaut getroffen. Ist es da vielleicht ein bisschen klein, aber selbstverständlich können Sie dann auch alles aufklappen und können das eigentlich auch in entsprechender Größe dann anschauen, um bearbeiten oder etwas anschauen drauf und so weiter und so fort. Ich gehe wieder zurück, bin hier bei meinem Hauptmenü getroffen. Ich werde schnell die Suche zeigen. Ich gehe hier auf Kontakt. Neu da ganz schön auch einfach noch lupen. Ich habe die Firma LandPro eingegeben. Und das tun wir so automatisch unter drauf filtern. Ich kann auch hergehen und sagen, ich suche STMA. Meine STMA kommt dann drauf nie vor. Wenn ich aber den Rechtsübergang schaue, ist das der Verkäufer geht. Also heisst, neu habe ich einfach ein Suchfeld. Und das suchen wir über alle Spalten, die auf dieser Liste drauf vorhanden sind. Das gleiche vielleicht bei Artikeln. Wenn ich auf Artikelliste drauf bin und etwas suche, ich suche etwas, zum Beispiel etwas mit einer Nabe zum Beispiel, die ich muss haben, kann ich da reingehen. Das ist nach vorne hinten. Da kann ich heute auch sagen, ja, wie sieht denn das aus? Da kann man auch mit Kacheln drauf arbeiten und kann das drauf direkt so anschauen. Auch da einfach zum effizient zu arbeiten, dass man nicht zuerst muss, soll ich sagen, ich muss den Filter setzen, ich suche auf das und das Feld und dann ich etwas aufrufen kann. Dann hier unter die Suche selber. Der Kunde läutet mir an und sagt, ja, Sir Martin, ich hätte gerne wieder, sie hat mir mal eine Offerte gemacht vor 2 Jahren, die Offertnummer war so und so, da kann ich da einfach hergehen und sagen, Verkaufsofferte, ja, welche Nummer ist es, 100 047. Und kann ich so direkt in die Suche hineingehen und sehen, aha, mit dieser Nummer hat es ein Offertarchiv gegeben, eine Verkaufsrechnung oder eine Lieferung. Und könnte so direkt aus dem Archiv mit 2 Klick ist es um das und das gegangen. Was war der Inhalt gewesen? Ah, sie möchten wieder die wiederherstellen, das gleiche nochmal. Und kann da aber einen Knopfdruck die Offerte wiederholen. Oder aus dieser Offerte einen Auftrag machen oder eine Rechnung, wie sie es eigentlich kennen. Gut. Ich gehe noch schnell weiter, suche hier oben. Hat sich extrem verbessert drauf. Ich habe hier zum Beispiel wieder den Kunden gegeben, die Firma LandPro. Jetzt gibt es natürlich da nichts drauf über die LandPro. Da kann ich aber sagen, Unternehmensdaten durchsuchen. Also ein bisschen soll mir sagen, was gibt es zu diesem Ausdruck in der Datenbank hin. Ich gehe dann hier unten drauf. Und jetzt zeigt man eigentlich das Unternehmen, also ein bisschen ja, da geht es Kontaktpersonen, gibt einen Debitor, Verkaufsrechnungen, da gibt es Aufträge, da gibt es Debitorenposten. Eigentlich alles, was da drauf ist. Es könnten Serviceartikel sein, die man drauf so könnte anschauen. Und da ist einfach sehr, sehr komfortabel, auch für mich im Verkauf, dass ich eigentlich mit einem Klick sehe, was ist bei dem entsprechenden Kunden eigentlich gemacht worden oder vorhanden. Als letztes möchte ich schnell etwas zeigen, wenn man so Listen hat, wie es hier im Beispiel so Debitorenlisten. Da hat es auch etwas komplett Neues gegeben in dem letzten Update. Und zwar habe ich darauf die Möglichkeit, dass ich einen Analysemodus anzeigen kann. In meinem Fall kann ich sagen, zeig mir Debitoren nach Verkäufer. Jetzt sehe ich hier, der Reto Krummenacher ist verantwortlich für 5 Kunden. Und das ist dann ihre offene Posten. Oder ich bin verantwortlich für die und kann im Prinzip gerade hinten dran die Summe entsprechend anschauen.
Und das können Sie selber parametrisieren, was für Sie wichtig ist. Ich habe jetzt hier nach Verkäufer. Sie könnten auch sagen, für mich ist wichtig die Kreditoren- oder Debitorenbuchungsgruppe. Oder die Währung ist wichtig. Oder ist es ein Abonnementskonto? Oder hat er offene Rechnungen? Ich kann es einfach so wie eine Pivot-Tabelle selber so zusammenstellen. Und ja, das ist wirklich eine mega coole Sache. Oder einfach schön, dass man nachher so relativ rasch etwas anschauen kann. Das zweite Beispiel ist der Artikelstamm. Ich sage den Bestand nach Statistik. Und ich wollte wissen, wie viel Warhammer an Lager im Bereich Velo, Divers oder Technik. Und habe hier im Prinzip gerade den entsprechenden Lagerbestand, den ich getroffen habe, wo ich reinklicken oder abtauchen kann, ja, welche Artikel haben wir denn im Bereich Velo oder im Bereich Statistik Code WM an Lager verfügbar. Und auch hier wieder kann ich selber parametrisieren und das einfach für mich so abspeichern, wie ich es gerade brauche. Gut, das ist ganz kurz der Einblick, wie die Oberfläche sonst so aussieht. Ich könnte hier noch eine Stunde, zwei erzählen, aber die Zeit ist da relativ sicher zu kurz. Ich möchte weitergehen und zum nächsten Thema eigentlich wechseln. Meine Klick zu viel gewesen. So, also müsste das funktionieren. He? Gut. Der nächste Punkt ist das Thema Upgrade, eigentlich das Wichtigste, was ich ab heute eigentlich vor allem mal, ja, das Hauptthema vom heutigen Webinar. Migrationspfad. Wie komme ich überhaupt vom heutigen NAV oder Navision 2009, 2013, 2015, 2017, wie komme ich auf das BC365? Wir von Redpoint haben das sogenannte Migrationstool, Migrationsschritt. Und je nachdem, welche Version Sie da links im Einsatz haben, braucht es mehr Schritte, um auf die neueste Version drauf zu kommen. Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass wir eigentlich die Werkzeuge dazu haben bei der Migration, dass wir eigentlich den ersten Punkt, wir können eigentlich Daten und History migrieren. Das heisst, alle Ihre Adressen, Ihre Debitoren können wir eigentlich so mitnehmen. Wir können auch Bewegungen mitnehmen, also Ihre Offerten, Finanzbuchhaltungsbuchungen, kommt dann wirklich alles eins zu eins von der NAV-Version, NAV-Welt quasi, ins Business Central, ins BC eigentlich rüber. Dann gibt es weitere Sachen, die sogenannten Einrichtungsdaten, die wir mitnehmen, die sicher wichtig sind. Und das ist wirklich, dass man das nahtlos weiterarbeiten kann mit der neuen Version. Dann der zweite Punkt. Heute haben Sie Branchenlösungen im Einsatz. Neu haben wir vorhin gesehen, dass die Redpoint Apps, das tun wir mit Ihnen zusammen anschauen, einen Vorschlag machen, was haben Sie heute im Einsatz und was brauchen Sie eigentlich, damit Sie auch hier wieder weiterarbeiten können. Und vielleicht hat es auch 5 oder 10 neue Sachen drin, die Sie heute gar noch nicht kennen. Dann der dritte Punkt, die kundenspezifischen Erweiterungen, die müssen wir quasi nachher entwickeln. Da können Sie davon ausgehen, wenn Sie Entwicklungen haben für 10.000 Franken in der alten Version, ist das im Schnitt, je nach Version, die Sie haben, zwischen 0,6 bis 0,8 vom Aufwand wieder, das ins Neue zu überführen. Aber wenn Sie in der neuen Welt sind, in BC sind, gibt es eigentlich zukünftig keine Updates mehr, weil wir als Neue einfach die sogenannten Major Updates haben. Und das heißt, Ihr Produkt wird dann auf diesem Stand dann eigentlich immer weiterentwickelt. Ja, und wenn Sie diesen Weg gehen, wenn Sie die Migration machen, ist sicher auch immer gut zu überlegen, wenn Sie gute Datenqualität haben, wenn Sie gute Prozesse drin haben, sagen, für mich stimmt alles, ich muss einfach, wie immer vorhin im Eingang gehört, das Auto oder das Haus wechseln, weil das alte Fahrzeug nicht mehr läuft oder nicht mehr lauffähig ist, dann kann man das wirklich eigentlich eins zu eins so übernehmen. Hingegen, manchmal haben wir auch Kunden, die sagen, ja, ich habe sehr viele Altlasten, ich möchte aufräumen mit dem Ganzen, ich möchte zuerst komplett etwas Neues bauen. Wenn man diese Variante nimmt, dann machen wir eigentlich zuerst ein sogenanntes Upgrade-Konzept, wo man wirklich Punkt für Punkt alles durchgeht oder vielleicht auch neue Sachen anschaut und tut eigentlich das Neue konzipieren und tut situativ das mitnehmen von den Stammdaten, die man kann mitnehmen. Das ist etwas so ein bisschen vom Vorgehen her, von dem her. Dann, ja, vielleicht Vorteil auf der Hand von dem her. Ich denke, wir als Redpoint und wirklich unsere Kunden aktiv begleiten. Ich darf das sagen, ich bin etwas über 20 Jahre mit dabei und ich meine sehr viele Kunden, wo ich da wirklich sage, wo wir begleiten über mehrere Software-Generationen hinweg. Dann der zweite Punkt, der frühzeitige Planung. Ich bin einfach auch immer sehr froh, weil die haben vielleicht dann alle Schwankungen und sagen, das passt dann und dann nicht, dann passt es gut. Ist sicher wichtig, dass man das anschaut. Dann machen wir eigentlich die kundenspezifischen Erweiterungen. Wir machen Datenübernahme, eine Testmigration, wo Sie alle das testen können, schauen, ob alles funktioniert. Wir geben eine zweite Testmigration, dass Sie sagen, okay, dass das super durchläuft. Und wenn dann das gut ist, machen wir eigentlich die produktive Migration und ab dann gilt es dann eigentlich definitiv.
Gut. Dann so ein bisschen Upgrade-Prozess selber, Upgrade-Projekt. Ich denke, da dazu darf ich Ihnen sagen, wir haben aktuell etwa 35 Kundenprojekte schon dürfen machen mit Migration. Also 35 Kunden, die im NAV-Bereich sind und jetzt eigentlich auf das PC SaaS gewechselt haben. Und da haben wir wirklich mehrere Bereiche im Bereich Fertigung, wir haben im Bereich Service-Unterhalt. Und jetzt gerade vor kurzem haben wir dürfen einen sehr grossen Kunden, einen wichtigen Kunden für uns dürfen upgraden, der aktuell jetzt etwa 500, etwas über 500 User im Einsatz hat. Und ich denke, das ist wichtig für Sie, aber für die Sicherheit oder auch für Ihre Vorteile. Das ist eben sichere Datenmigration, dass Sie einen Partner haben auf der Seite, der Erfahrung mitbringt, sich die alte Branchenlösung kennt und sich auch für die neue Welt eigentlich interessiert, weiterentwickelt, damit Sie auch eine gute Lösung haben und für die Zukunft wieder einen guten Partner haben. Somit wäre ich eigentlich so mit meinem Inhalt weit eigentlich durch. Für die Zeit her auch die halbe Stunde fast gebraucht und wäre eigentlich somit eigentlich am Ende von meinem Part. Und ich würde ihm Carlos wieder übergeben zur Moderation für allfällige Fragen, die Ihnen kommen werden. Ja, danke schön, Stefan. Sehr spannend und denke, wir sehen, dass das nicht einfach von heute auf morgen gemacht ist. Das heisst, es braucht da sicher ein bisschen Arbeit dahinter. Und darum ist es wichtig, dass man einfach sich frühzeitig überlegt, wann ist der richtige Zeitpunkt für so ein Upgrade. Ich habe schon in den Chat hineingeschaut. Fragen sehe ich im Chat gerade keine. Aber dann nutze ich die Gelegenheit, was natürlich immer wieder eine Frage ist, die ich auch bei Kundengesprächen aufnehme, ist, wie lange muss ich denn etwa planen für so ein Upgrade? Also wie viel Zeit muss man da etwa einplanen? Ja, das ist sicher eine ganz gute Frage. Ich denke, je nach Größe des Unternehmens rechnen wir für ein Upgrade zwischen 6 bis 12 Monaten. Eigentlich vom Kickoff, vom Start, wo man anfängt, bis es eigentlich das Neue eigentlich Go Live ist, ist es bei diesem Bereich zwischen 6 bis 12 Monaten. Die kleineren Betriebe, vielleicht so mit 10, 15, 20 aus, 25 sind vielleicht eher 6 bis 9 Monate. Die Kunden, wie ich vorhin erwähnt habe, die vielleicht halt über 100 User haben, dort ist man wirklich dann eher bei 9 bis 12 Monaten. Okay, gut, danke schön. Und gerade anschließend die nochmal eine Frage, und zwar, was sicherlich viele vielleicht jetzt gerade sich überlegen, ist, okay, was kann ich jetzt tun, vielleicht vorbereitend? Also was kann ich als Kunde oder wie kann ich mich vorbereiten als Kunde, wenn ich vielleicht jetzt vorhabe, im Verlauf von nächstes Jahr mal das Thema anzugehen, kann ich jetzt schon etwas machen? Und was gibt es da so ein bisschen für grundlegende Aufgaben zu erledigen? Ich glaube, sehr wertvoll ist vorher, wie ich vorhin gesagt habe, ist eigentlich die Planung, dass man Kunde, also sie sich auch als Kunde Gedanken machen, ja, wann passt es für uns selber von der Zeit her? Welche Version habe ich? Wie lange kann ich noch arbeiten? Und tun Sie einfach bei der Planung auch handeln, solange Sie noch können. Also die Kunden, die warten bis im 7.28, da schreiben wir dann einfach Kunden an und sagen, wir können Ihre Version nicht mehr supporten, weil sie end of life ist. Also jetzt sind Sie noch, jetzt haben Sie noch Spielraum oder jetzt können Sie selber noch entscheiden, wann mache ich das Projekt. Das ist mal sicher das eine mit der gesamten Planung. Dann ist sicher wichtig das Projektteam, dass sie schauen, ja, habe ich die Ressourcen auch bei uns im Haus? Also habe ich auch Leute, die die Affinität haben, also das Projekt eigentlich zu supporten und unterstützen? Und auch als Geschäftsleitung oder von den ja, Geschäftsführern, den Leuten auch eigentlich dann den Freiraum geben, das Projekt dann können stemmen und nicht, wenn der Mitarbeiter sonst schon bei 120% ausgelastet ist, du kommst dann zusätzlich noch ein Upgrade-Projekt durchzuführen. Das ist sicher so ein bisschen. Das erleben wir häufig, aber kennst du auch, Carlos, dass einfach ja, auch, man muss einfach auch Zeit und Kapazität haben und dann macht es Freude und dann kommt es gut. Dann kommt es auf Kundenseite gut. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Dass man nicht das Gefühl hat, ja, jetzt mache ich ein Upgrade und Redpoint macht dann, sondern es braucht ja auch von Ihnen, liebe Kunden, ein bisschen Arbeit und es gibt ein paar Hausaufgaben zu erledigen, damit es auch am Schluss zu einem erfolgreichen Upgrade kommt. Das ist einfach so. Genau. Also vielleicht noch, darf ich sagen, vielleicht gar noch weiterführen, hätten wir natürlich noch unsere ERP-Checkliste. Darauf hat es auch noch ein paar Sachen, wie man sich vorbereiten kann, also was es braucht für das Projektteam. Wenn man vorhin gesagt hat, Vergleich mit dem Zügeln, mit dem Autowechseln, Hauszügeln. Alte System bereinigen ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn Sie nächsten Frühling, nächsten Sommer, wenn Sie ein Upgrade-Projekt machen, auf dem alten System aufräumen. Sie werden lieber nur zügeln, was gut ist, und das Alte zuerst ausmisten. Das ist wirklich auch noch ein wichtiger Punkt, wo ja, wertvoll ist. Gut, danke schön.
Ja, Checkliste, gutes Stichwort, ist gerade im Chat reingekommen, ob man die zur Verfügung stellen kann. Selbstverständlich, die findet man online, aber ich tue nachher gerade noch schnell den Link hier in den Chat reinstellen. Aber allgemein, guter Übergang, vielleicht so ein bisschen als Abschluss. Bei uns online finden Sie verschiedenste hilfreiche Informationen, angefangen eben bei der Checkliste, über das E-Book zum Thema Datenübernahme und natürlich auch verschiedenste Blogartikel im Zusammenhang mit, wie läuft so ein Projekt ab. Ganz konkret mit der Redpoint und was kann ich machen. Also da finden Sie wertvolle Informationen. Ich tue die wichtigsten Links nachher hier in den Chat rein. Sonst an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen zu danken, dass Sie teilgenommen haben. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das heutige Webinar. Wenn Sie jetzt ganz konkret Fragen haben oder vor dem Upgrade stehen und nicht so recht wissen, wie weiter, kontaktieren Sie uns einfach oder sprechen Sie Ihren persönlichen Kundenbetreuer an, wo Sie sonst bei der Redpoint betreut. Und dann können wir das mit Ihnen gerne mal anschauen und aufgleisen. Herzlichen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche allen ein schönes Tag und jetzt dann einen guten Miteinander. Dankeschön, auf Wiederhören. Vielen Dank. Wir schauen miteinander. Ade.